Wir beginnen. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen heute zur Online-Themenwoche mit dem Titel Digitale Schule? Fragezeichen. Auf den Kulturwandel kommt es an? Ausrufezeichen. Ich bin ganz gespannt, was die Deutsche Schulakademie zusammen mit der Agentur Juran und Konsorten für uns vorbereitet hat. Mein Name ist Julika Schmitz. Ich moderiere heute zusammen mit meiner Co-Moderatorin Anke Wagner aus der Deutschen Schulakademie. Hallo Anke. Wunderbar. Vielleicht haben Sie sich schon, liebe Teilnehmenden, vertraut gemacht mit diesem wirklich vollen Programm, was diese Woche auf uns wartet. Vielleicht waren Sie auch gestern schon dabei. Ich habe schon mal reingehört und bin wirklich gespannt, was diese Woche für uns bereithält. Wenn Sie es noch nicht gesehen haben oder gehört, Sie werden jeden Morgen mit einem Radio-Morgenkreis geweckt, wenn Sie das möchten. Das ist eine Zusammenfassung vom letzten Tag und ein Ausblick, was uns hier noch erwartet. Der Tag ist gefüllt mit 3 Webinaren. Dann kommt abends noch ein gesellschaftlicher Impuls und abends gibt es einen Ausklang. Da war ich gestern auch, das ist ganz schön. Da können Sie nämlich als Teilnehmende wirklich in Austausch miteinander treten. Das wird heute ein bisschen voraussetzungsvoll, weil wir, ich gucke mal gerade, jetzt schon rund 100 Teilnehmende haben. Ist das mit der aktiven Teilnahme von Ihnen so eine Sache? Wir werden das heute mit Mentimeter machen. Für die, die das schon kennen, die können sich jetzt ein zweites Endgerät holen oder über den Browser zu menti.com gehen. Meine Co-Moderatorin wird jetzt gleich den Code einblenden. Keine Hektik. Wir nehmen Sie da in Ruhe nochmal mit hin. Nur falls Sie schon mal starten wollen, können Sie das jetzt tun. Wie schon eben gesagt, für die, die jetzt neu dabei sind, dieses Webinar wird aufgezeichnet, damit auch die, die jetzt heute nicht die Zeit gefunden haben, teilzunehmen, im Nachgang noch die Möglichkeit haben. Haben Sie keine Bedenken, Sie erscheinen nicht im Bild. Sie können also auch einfach Ihre Kamera ausmachen und ein bisschen Daten sparen. Wenn wir gleich in die Kleingruppen gehen, machen Sie die Kamera wieder an. Es ist einfach total nett. Das ist so ein bisschen wie auf einer echten Konferenz. Man kann sich mal zur Seite drehen und gucken, wer denn so die Sitznachbarin ist, wer vor einem sitzt. Vielleicht sieht man einen oder eine andere Vertraute oder lernt sich eben kurz kennen. Da also bitte Kamera an, Ton an, sodass Sie sich ein bisschen kennenlernen können. Bevor wir starten, möchte ich die Referenten des heutigen Webinars zu der Frage, welche Didaktik braucht ein zeitgemäßer Unterricht, begrüßen. Ich begrüße einmal Micha Busch, kommt von der Stadtteilschule am Heidberg aus Hamburg. Hi. Hallo, grüß dich, Julika. Wunderbar. Dann haben wir heute bei uns Simon Fretschner vom Deuthen-Gymnasium in Alsdorf. Hallo. Hi, Julika, grüß dich. Wunderbar, das ist für uns auch immer ein kleiner Technik- und Bildcheck. Sie sind alle hier wunderbar zu hören und zu sehen, so dass wir starten können. Ich nehme Sie und euch jetzt noch mal ganz kurz mit durch den Ablauf. Bevor wir einsteigen in die spannenden Inputs, die uns gleich erwarten, haben Sie die Möglichkeit, in die Breakout-Gruppen zu gehen. Danach machen wir ganz in Ruhe Mentimeter, dann kommen 2 Inputs und dann gehen wir in die gemeinsame Diskussion und beenden das Ganze dann auch schon wieder. Wunderbar. Dann würde ich jetzt sagen, ich gucke mal gerade ganz kurz, wir sind 130 Teilnehmende. Das heißt, wenn wir jetzt Breakout Groups machen mit 5 Teilnehmenden pro Gruppe, sollten Sie die Möglichkeit haben, sich gut auszutauschen. Sie müssen dann gleich einfach nur per Klick annehmen, dass Sie in diese Gruppe gehen. Sie haben dann 3 Minuten Zeit in dieser Breakout-Gruppe. Teilen Sie sich das gut ein. Wir haben 2 Fragen, die wir Ihnen mitgeben möchten. Das eine, stellen Sie sich kurz vor. Und das andere, welche Frage möchten Sie heute beantwortet wissen? Was bringen Sie mit? Was möchten Sie heute mitnehmen? Tauschen Sie sich dazu gerne kurz aus und dann läuft ein Countdown für 60 Sekunden. Da wissen Sie, wenn noch eine Person gibt, die noch gar nicht gesprochen hat, dann geben Sie dieser Person gerne an der Stelle noch mal das Wort.
Und dann kommen Sie wieder zurück in den Hauptraum, wo wir auf Sie warten. Sie sehen jetzt gleich den Coach und dann geht's in die Breakout-Gruppe. Viel Spaß! Sie sind wieder zurück aus den Breakout-Gruppen. Ein paar neue Namen lese ich auch. Wir sind in dem Webinar zur zeitgemäßen Didaktik. Wir arbeiten heute, damit wir Ihre Fragen gut einbinden können, mit Mentimeter. Wir machen das jetzt mal zusammen. Dafür kopiere ich mir den Code, den meine Co-Moderatorin im Zoom-Chat gepostet hat. Ich teile meinen Bildschirm gleich, damit wir das einmal tatsächlich gemeinsam machen können. Dann nehme ich Sie mit dahin. So, ich gebe im Browserfenster nicht den Code ein, sondern menti.com. Gebe dann den Code ein, den ich mir kopiert habe. Ich lese den gerade nochmal vor. Das ist 908049. Und da kommen wir jetzt zu der Abfrage, die wir Sie bitten möchten, einmal auszufüllen, damit wir und auch die Referenten sehen können, aus welchen Bereichen Sie heute hier sind. Ich tippe jetzt mal munter andere an und drücke auf Abstimmen und warte einen Moment, bis wir das Gefühl haben, Sie haben Ihren Weg zu Menti gefunden, angeklickt, aus welchem Bereich Sie kommen. Und dann gucken wir uns das gleich gemeinsam in einem Diagramm an. Vorher gehen wir aber noch zur zweiten Frage. Das war die Frage, ungefähr die, die wir Ihnen auch gerade schon mitgegeben haben. Nämlich, welche Frage Sie hier heute beantwortet haben möchten. Anke, kannst du schon sehen, ob wir genug Klicks haben? Sollen wir weiter zur nächsten Folie? Entschuldigung, also bei der Umfrage, jetzt, in welcher Funktion die Leute dabei sind, haben wir 85. Also das, wenn wir können, kann ich euch schon teilen, das Ergebnis. Oder wir gehen schon zur zweiten Frage, wie es dir lieber ist. Dann teilen wir das gerade. 85 finde ich schon mal. Okay, dann teile ich meinen Bildschirm. Dann Moment. So, jetzt müssen Sie das sehen. 40% Lehrerinnen und Lehrer, 14% Schulleitung, 22% Schulentwicklung, 4% aus Politik und Verwaltung und 1% Eltern. Herzlichen Dank. Ich würde mal so mutmaßen, dass das ungefähr das ist, mit dem unsere Referenten gerechnet haben. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Jetzt gucken wir uns eben nochmal die zweite Frage an. Dazu gehen wir jetzt weiter und wir bitten Sie jetzt zu beantworten, welche Frage interessiert Sie heute am meisten? Ich klicke dann auf eine Frage stellen und tippe eine Frage, die jetzt recht einfach scheint. Was meinen Sie mit zeitgemäß? So, dann gehe ich auf Abstimmen. Und jetzt möchten wir Sie dringend bitten, uns Ihren Daumen hoch für die Frage oder die Fragen zu geben, die Sie am meisten interessiert. Wunderbar. Wie ist das Wetter? Ist eine perfekte Frage, um zu üben. Also, Sie können entscheiden, welche Fragen wir an die Referenten heute stellen, indem Sie hier auf den Daumen hochklicken. Das sind die Fragen, die wir dann einbinden werden. Ich gehe jetzt wieder aus dem Teilen raus und wir warten einfach einen Moment, bis Sie Mentimeter befüllt haben
mit der Frage, die Sie heute am meisten interessiert. Wenn es für Sie in Mentimeter gar nicht möglich ist, wir haben ja hier den Zoom-Chat, da sehe ich schon, dass eine Frage eingegangen ist, dann vielleicht ziehen wir die rüber oder behalten das auch auf dem Schirm. Wunderbar! Jetzt haben wir Mentimeter kennengelernt und jetzt können wir, meine lieben Referenten, eigentlich gleich loslegen. Micha Busch und Simon Fretschner, wo seid ihr? Ja. Da. Wir sind anwesend. Genau. Wunderbar. Gut. Ich würde sagen, ohne große Vorrede, habt ihr den Zugang zum Mentimeter? Könnt ihr da drauf gucken? Seht ihr, was die Fragen waren? Gerade nicht, weil ich nämlich mein zweites Device, was ich hier habe, als Stoppuhr nehme, um diese harten Zeitlimits, die gesetzt werden, einzuteilen. Wunderbar. Anke, magst du uns dann ganz kurz nochmal mitnehmen? So, wir müssten dich einmal noch hören können, Anke. Ja, ich teile meinen Bildschirm. Wunderbar. Und da seht ihr, ich gehe mal ganz. Das sind so die Fragen, die am höchsten gerankt wurden. Also hier Impulse, Ideen für Unterrichtsgestaltung und Weiterentwicklung. Wie lassen sich die digitalen Medien lernförderlich einsetzen? Die zweitmeist gerankte Frage und auch Impulse zur Didaktik und Inklusion werden gewünscht. Gut. So erstmal so viel, oder? Hervorragend. Gut. Wunderbar. Ich würde sagen, bis auf die Inklusion hören wir ein paar Worte von unseren Inputgebenden zu den Fragen. Ich würde sagen, Micha Busch, ohne großes Vorgerede übergebe ich jetzt das Wort an dich und wir starten mit deiner Präsentation. Ja, vielen Dank dafür. Ich werde einmal ganz kurz meinen Bildschirm teilen, damit alle auch meine Präsentation sehen können. So, und das müsste jetzt funktionieren. Entschuldigung. So. Okay, also ich werde ein bisschen was erzählen zu agiler Didaktik. Der Titel ist Agile Didaktik als Grundlage für zeitgemäßen Unterricht. Und was ich jetzt machen werde, ist, ich werde einmal ganz kurz sagen, was man eigentlich darunter versteht unter agiler Didaktik. Ich werde dann auch ein paar Worte sagen dazu, was die Anforderungen an die Lehrpersonen sind. Die sind nämlich relativ hoch, wenn man so arbeiten möchte. Und dann versuche ich noch ein kurzes Unterrichtsbeispiel zu skizzieren, damit das Ganze auch nochmal so einen richtig, also wirklich einen Praxisbezug bekommt. Die große Herausforderung wird sein, das alles in 10 Minuten zu machen. Ich gebe mein Bestes. Die erste Frage, die ich versuchen möchte zu beantworten, ist, was versteht man eigentlich unter agiler Didaktik? Und es gibt so ein, so ein häufiges Missverständnis, weil dieser Begriff Agilität oder agiles Arbeiten doch so, sagen wir mal in den letzten Monaten und vielleicht auch ein, zwei Jahren auch im Bildungsbereich Einzug gehalten hat und teilweise auch als so ein Hype-Wort genutzt wird und man oft damit ja agile Methoden in Verbindung bringt. Also zum Beispiel sowas, Arbeiten mit einem Kanban-Board oder Sprints oder sowas, also Dinge, die aus der Softwareentwicklung übernommen wurden. Und das meint agile Didaktik nicht. Also es geht nicht um diese Methoden. Agile Methoden können natürlich genutzt werden, um einen Unterricht, der auf agiler Didaktik basiert, zu machen. Aber das ist nicht das, was damit gemeint ist. Sondern es geht darum, dass man also der Präsenz eine ganz besondere Rolle gibt im Unterrichtsgeschehen. Christoph Ahn, das ist ein Hochschulprofessor und Didaktiker, der spricht auch teilweise von der Präsenzdidaktik, der nutzt also diesen Begriff auch synonym. Und das bedeutet, die Präsenz hat einen höheren Stellenwert als die Planung in einem traditionellen Unterrichtsgeschehen.
Setting. Ich habe es selber noch so gelernt im Referendariat zum Beispiel, dass man also Stunden ganz minutiös planen muss, am besten in 5-Minuten-Schritten. Und wenn man am Ende aus irgendwelchen Gründen davon abgewichen ist, musste man sich erklären. Das ist nicht immer so gewesen, aber das war schon ein häufiges Szenario. Und was agile Didaktik bedeutet, ist, dass man natürlich plant, dass man natürlich einen Plan hat und sich überlegt, was man machen möchte, aber dass man in der Lage ist, von diesem Plan jederzeit abzuweichen und dass man schaut, was passiert eigentlich gerade im Unterricht, was passiert eigentlich gerade bei meinen Lernenden und dementsprechend dann auch flexibel reagiert und gegebenenfalls Lernwege anpasst, gegebenenfalls Ziele verändert und das Ganze natürlich in einem ständigen Dialog mit den Schülerinnen und Schülern. Der Fokus muss also absolut auf den Lernenden liegen und das ist eigentlich eine Binse. Ja? Eigentlich muss man da gar nicht drüber sprechen. Bloß die Praxis zeigt, glaube ich, oft das Gegenteil, weil man sich, weil man sich an vermeintliche Vorgaben halten muss, weil man durch Rahmenbedingungen gestresst ist, vielleicht Stunden im 45-Minuten-Takt, was weiß ich, Dinge, die nächste Klausur, die geschrieben werden muss. Und diese Dinge führen leider oft dazu, dass der Fokus gar nicht so auf den Lernenden gelegt werden kann, wie er eigentlich sollte. Und wenn man das so ein bisschen in so einer griffigen Formel zusammenfassen möchte, dann könnte man sagen, eigentlich geht es hier nicht darum, dass wir sozusagen einen Lehrplan für alle machen, also einen kollektiven Lehrplan, sondern im Idealfall entsteht ein individueller Lernplan, den der Lehrer oder die Lehrerin mit jedem Schüler oder mit jeder Schülerin einzeln bastelt. Und zwar in einem ständigen Austausch, in einem ständigen Dialog. Und das ist sehr herausfordernd und anstrengend. Und was das für die Lehrperson bedeutet, das möchte ich einmal ganz kurz zeigen. Wenn man also so arbeiten möchte, wie ich es jetzt gerade wirklich nur in den Grundzügen skizziert habe, man kann das natürlich alles noch nachlesen, viel detaillierter, dann braucht man zuallererst eine große fachliche Expertise. Es gibt ja diese Annahme, die oft verbreitet wird, wenn man über, sagen wir mal, Unterricht unter den Bedingungen der Digitalität spricht, dass das Fachwissen weniger wichtig wird. Und ich glaube, das ist ein Irrtum. Ich glaube, dass die fachliche Expertise sehr, sehr wichtig ist, denn ich kann nur dann souverän und auch flexibel reagieren auf zum Beispiel Fragen, auf neue Entwicklungen im Unterricht, wenn ich auch einen Überblick über mein Fach habe. Das heißt nicht, dass ich alles immer wissen muss. Natürlich kann ich auch sagen, das weiß ich gerade nicht, das muss ich nachschauen oder das recherchieren wir mal zusammen jetzt oder kannst du das mal recherchieren? Das mache ich regelmäßig im Unterricht, dass ich sage, kann das jemand mal bitte kurz checken? Aber trotzdem brauche ich einen Überblick über mein Fach und ich muss mich schon relativ gut auskennen, damit ich überhaupt in der Lage bin, so zu arbeiten. Dazu kommt, dass man Methodenwissen haben muss, selbstverständlich als Lehrperson immer, aber auch gerade, wenn man so arbeitet. Das heißt eben dann auch zum Beispiel ein Methodenwissen über agile Methoden, dass ich also auch in der Lage bin, diese zu nutzen für meinen Unterricht. Ich sollte zumindest einen Grundüberblick haben über Lerntools, die existieren. Damit meine ich primär digitale Lerntools, dass man diese eben auch unkompliziert nutzen kann, dass man da nicht großartig recherchieren muss, sondern einfach ein paar an der Hand hat und weiß, mit denen kann ich arbeiten. Aber auch da gilt natürlich, ich kann auch meine Schülerinnen und Schüler fragen, jederzeit. Ne? Habt ihr eine Idee, wie ich das jetzt machen könnte mit dem Brainstorming hier? Oder habt ihr eine Idee, wie wir diese Umfrage machen können? Es gibt sicherlich auch in so Gruppengrößen zwischen 20 und 30 immer einen oder eine dabei, die dann vielleicht ein Tool kennt, was man selber gar nicht kennt. Und man sollte auch einen Überblick über Lernressourcen haben. Damit meine ich eher so, Online-Materialien, also Plattformen, die es gibt. Da gibt es ja ganz spannende Sachen, gerade jetzt vor ein paar Tagen. Mundo Schule heißt es, glaube ich, wurde veröffentlicht. Länderübergreifendes Projekt, also ein ganz, ganz spannendes Portal, wo man also für die verschiedenen Fächer Materialien und so weiter finden kann. Das sind eher so, ich würde mal sagen, auch wenn der Begriff vielleicht jetzt nicht so richtig passt, sind eher so die Hard Skills. Und dann gibt es aber auch so gewisse Soft Skills, ne, die dazu gehören, wenn man so arbeiten möchte. Ein ganz wichtiger Punkt ist Spontanität. Also ich muss in der Lage sein, ist das jetzt richtig geschrieben? Ich glaube schon, ne? Ich muss in der Lage sein, spontan zu reagieren auf die Situation. Und das ist nicht so einfach. Das heißt ja, ich muss auch eventuell, was ich mir gerade vorgenommen habe, erstmal hinten anstellen. Ich muss flexibel sein. Ich muss also, wirklich verschiedene Optionen immer parat haben und da eben auch reagieren können. Ich muss kreativ sein, ne? Weil gerade wenn unvorhergesehene Dinge passieren, dann ist es wichtig, dass man vielleicht auch gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern Lösungen ad hoc entwickelt oder auch über einen längeren Zeitraum, die eben nicht, für die es noch kein vorgefertigtes Schema gibt, sondern wo man selber was entwickelt. Und das ist auch wichtig, finde ich, wenn man so arbeitet, dann muss es auch authentisch sein. Es muss auch zu einem passen. Es bringt nichts, wenn man sich das irgendwie aufzwingt, sondern es muss ein Stück weit auch natürlich zu der Lehrerpersönlichkeit passen.
Vielleicht hier noch eine Anmerkung. Es geht in meinem Unterricht zum Beispiel nicht darum, dass ich ständig so arbeite. Also das ist eine Arbeitsform, die ich immer wieder wähle. Aber es gibt natürlich auch mal Unterrichtsphasen, die anders funktionieren. Das ist ganz klar. Aber das ist eine, wie ich finde, ganz, ganz spannende Option, die oftmals noch zu wenig genutzt wird in Unterricht. Jetzt kurz zu meinem Praxisbeispiel. Ich habe ein Beispiel rausgesucht aus der Oberstufe, aus dem Englischunterricht. Dort habe ich meine Schülerinnen und Schüler zu einem Semesterthema Today's Challenges arbeiten lassen. Sie hatten innerhalb dieses Oberbegriffs die Möglichkeit, das Thema frei zu wählen. Und es gab ganz verschiedene Themen. Eine Gruppe hat sich zum Beispiel mit dem Thema Climate Change beschäftigt. Und ja, da gab es viele andere Themen. Und eine Gruppe hat sich mit dem Thema Flucht und Asyl, wie es jetzt auf Deutsch hier steht, beschäftigt. Und das war sehr, sehr spannend, weil diese Gruppe dazu einen persönlichen Bezug hatte zu diesem Thema. Der Vater einer Schülerin arbeitete als Dolmetscher in einem Asylbewerberheim. Und über diesen persönlichen Bezug und dieses ehrliche Interesse an dem Thema ist ein ganz, ganz großartiger Arbeitsprozess entstanden. Und das ist auch so ein Merkmal von agiler Didaktik, dass es darum geht, echte Fragen zu stellen und ein ehrliches Interesse zu haben an dem, was die Schülerinnen und Schüler interessiert. Und das ist aber auch ja, nicht immer so leicht zu integrieren. Wir haben dann eine Roadmap gemacht, da habe ich denen gezeigt, was alles so wichtig ist in den nächsten Wochen und dann mussten die Schülerinnen und Schüler als erstes ein Konzept schreiben, so wie man das aus der Projektarbeit auch kennt, und in dem Konzept mussten eben natürlich verschiedene Dinge drinstehen, da mussten irgendwie die Motivation beschrieben werden, warum wollen sie überhaupt daran arbeiten an dem Thema, sie mussten Projekttitel als Arbeitstitel formulieren, sie mussten sich selbst Ziele setzen, die Arbeit einteilen und so weiter und so fort. Also viele, viele Dinge. Das Konzept war dann sozusagen das erste Arbeitsprodukt, was sie auch eingereicht haben. Und dazu haben sie dann Feedback bekommen, wurden beraten. Das ist eben auch ein wichtiges Element, wenn man agil arbeitet, dass man ständig als Berater letztendlich im Unterrichtsraum unterwegs und jeden einzelnen Schüler, jedes Team ständig berät. Das heißt nicht sagen, wie es lang geht oder wo es lang geht, sondern dass man eben zum Beispiel mit gezielten Fragen versucht herauszufinden, was machen die, was haben die vor, an was wollen sie arbeiten und dann eben zum Beispiel auch durch Tipps, aber auch durch Fragen zu helfen. Und dieses Projekt zeichnete sich eben aus durch ein hohes Maß an Selbstbestimmung. Die durften also nicht nur das Thema frei wählen, sondern eben auch ihren Lernweg. Die durften ihre Zeit relativ frei einteilen, also im Rahmen der Projektzeit oder der Unterrichtszeit, die zur Verfügung stand. Sie konnten externe Kooperationspartner mit ins Boot holen. Sie konnten sogar auch die Produkte am Ende einen großen Teil selbst bestimmen. Es musste eine Präsentation sein, das war Vorgabe, aber auf welche Art und Weise sie es präsentieren, das wurde auch in Absprache immer entschieden. Außerdem gab es natürlich eine große Verantwortungsübernahme, was das Lernen angeht und eben auch ein hohes Interesse am Lerngegenstand. Und all diese Punkte führten eben dazu, dass dieses Projekt von den Schülerinnen und Schülern als ein sehr erfolgreiches aus ihrer Sicht wahrgenommen wurde. Und das ist eine Punktlandung, 10 Minuten. Vielen Dank. Ich habe noch eine Folie, die lasse ich aber, die können wir dann ja im Video später angucken. Das sind nochmal ein paar Lesetipps für die Leute, die sich da ein bisschen näher mit beschäftigen wollen. Ja, hervorragend. Lass die gerne nochmal kurz eingeblendet, Lesetipps, weil eine Frage aus dem Chat war, wo kann man das nachlesen? Ja, mache ich. Alle Präsentationen werden auf der Webseite zur Verfügung gestellt und ich sehe schon in unserem Zoom-Chat, teilen Sie auch Informationen untereinander. Genauso ist das gedacht. Ganz, ganz herzlichen Dank, Micha Busch, auch für zeitliche Punktlandung. Gerne. Ja, das ist genau das, was wir an Haltung hier auch uns mitgegeben haben, flexibel zu sein in dieser Online-Themenwoche und gemeinsam mit diesen ganzen tollen Referenten und Referentinnen Sie zu informieren, aber natürlich auch Ihre Fragen einzubinden. Die Fragen an die Referenten können Sie jetzt bei Mentimeter mit dem Code 3749074 stellen. Der ist auch nochmal im Zoom-Chat. Und geben Sie den Daumen hoch für die Fragen, die Sie am spannendsten finden. Ich würde an dieser Stelle, weil ich weiß, dass sich das wunderbar ergänzt, Simon, was dein Praxisbeispiel ist aus dem Erdkundeunterricht mit der Nutzung von iPads. Ich würde einfach an dich
weiterreichen und deine 10 Minuten starten und dann können wir nochmal gemeinsam auf Mentimeter gucken. Magst du deinen Bildschirm teilen, Simon? Wunderbar, vielen Dank, genau, Julika. Ich teile meinen Bildschirm. Ja, es ist erstaunlich. Es ist wirklich im Grunde nahtlos anknüpfend. So, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Genau, mein Thema Lernen 2.0, digitales, personalisiertes Lernen als Schlüssel zum Erfolg, auch bewusst als Frage formuliert, weil es mit Sicherheit, weil die Frage noch im Raum steht. Ich persönlich befinde mich da absolut noch im Prozess. Corona hat mir so ein bisschen die Rechnung gestrichen, weil ich es eigentlich auch schon gerne im Unterricht 1:1 in mehreren Lerngruppen probiert hätte. Das ging bisher lediglich in Ansätzen. Vielleicht vorweg, wir arbeiten ab dem Jahrgang 7 bei uns an der Schule mit iPads. Die sind in diesem Rahmen des personalisierten Lernens auch schon in den Kernfächern, also hauptsächlich Deutsch und Englisch, Mathematik, eingesetzt. Und also das personalisierte Lernen ist dort eingesetzt. Und das beginnt jetzt so langsam auch in den Nebenfächern. Und ich habe mir das eben für mein Fachgebiet Erdkunde sehr auf die Fahne geschrieben, da mich auch ein bisschen auszutoben. Vielleicht vorweg, was ist überhaupt personalisiertes Lernen? Wir verstehen darunter in eigenem Takt, dass Kompetenzen aufgebaut werden, dass die Schüler selbstständig auch darüber Feedback geben und auch bekommen von uns als Lehrkräften und letztendlich darüber auch der Lernfortschritt entsteht und die Schüler darüber dann eben ja ständig informiert sind. Warum ja, habe ich mich diesem ganzen Thema genähert? Jetzt bin ich eine Animation zu weit gesprungen. Ich glaube, dieses Bild ist uns allen Lehrkräften schon irgendwie gut bewusst. Einerseits wollen wir natürlich motivierte Schüler haben. Wir wollen wissbegierige Schüler. Wir wollen Schüler, die sich gerne mit ihrem Lernstoff auseinandersetzen. Auf der anderen Seite erlebe ich persönlich es zumindest, und ich glaube, viele unter Ihnen auch, immer wieder die Situation, dass ich eigentlich eine Art von Unterricht mache, mit der ich selber nicht so ganz zufrieden bin. Ich merke bei den Schülern teilweise Motivationsprobleme, viel Ablenkung und letztendlich auf beiden Seiten irgendwo dann trotzdem einen riesen Stressfaktor. Und das ist genau das, was der Michael Busch eben schon erwähnt hat, diese Struktur. Und ich habe mir einfach mal die klassische Unterrichtsstunde ja so ein bisschen selber visualisiert. Und man sieht eigentlich, dass wir uns in einem Korsett befinden, was aus unterschiedlichen Teilschritten oder dadurch geprägt ist. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass genau diese klassische Unterrichtsstunde uns eigentlich so gut wie kaum Flexibilisierung liefert. Wir arbeiten in Strukturen, wo uns im Grunde gesagt wird oder wo uns auch vor allem im Referendariat schon eingetrichtert wurde, nach 45 Minuten muss was im Heft stehen, sage ich mal ganz umgangssprachlich. Und das finde ich, wenn wir über zeitgemäße Didaktik und zeitgemäßen Unterricht sprechen, außerordentlich schwierig. Ich habe das Ganze mal umgewandelt in, ja, ob man sie so nennen kann, ich weiß es nicht, die neue Unterrichtsstunde, vielleicht ist es auch die neue Projektstunde oder Projektreihe oder wie auch immer man sie nennen möchte. Kerngedanke darunter ist eben die Flexibilisierung. Und wenn man sich mal einzelne Schritte unserer klassischen Unterrichtsstunde anguckt, beispielsweise das Vorwissen oder so ein Unterrichtseinstieg, in dem häufig auf Hausaufgaben sich bezogen wird oder auf Stundenrückblicke von anderen Stunden, da habe ich mich irgendwann gefragt, warum muss sowas eigentlich in der Stunde selber stattfinden? Kann ich sowas nicht auch, ich habe es mal liebevoll genannt, outsourcen, kann man das vorschalten, in welchem Unterrichtsrahmen auch immer das dann passiert. Das kommt natürlich aufs System an. Oder auch die Erarbeitung vom Lernstoff, kann das nicht in gewisser Form einfach anders personalisierter ablaufen? Und da möchte ich so ein bisschen überleiten zu diesem ganzen Begriff personalisiertem Lernen. Denn es ist für mich aus meiner Sicht nicht zielführend, dass ständig alle Schüler am gleichen Problem oder an der gleichen Aufgabe arbeiten. Da geht aus meiner Sicht sehr viel Individualität auch verloren. Auch was die Kommunikation, was die Anwendung angeht, stellt ich mir die Frage, muss das Ganze immer zentral stattfinden? Kann das nicht auch dezentral stattfinden? Muss ich immer alle, ja, ich sage es mal ein bisschen überspitzt, 32 Schüler auf meinen 23 Quadratmetern haben? Ich denke, insbesondere aktuell lässt sich darüber sehr viel diskutieren. Und auch die wissensorientierte Überprüfung am Ende wünsche ich mir, dass sie deutlich mehr Richtung Arbeitsprozess leuchtet und viel mehr diesen Prozess in den Fokus nimmt, anstatt immer nur zu schauen, ist das Learning for Tests im Grunde erfolgreich gewesen und 6 Wochen danach ist davon eigentlich nichts mehr übrig geblieben. Wenn wir einmal auf ein Praxisbeispiel bei mir aus dem Unterricht schauen, was verstehe ich unter zeitgemäßen Aufgabenformaten im Kontext dieses personalisierten Lernens? Das ist ein Beispiel aus dem Fach Erdkunde, Klasse 7. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe Jahr für Jahr, bin ich irgendwann immer in der kalten Zone gelandet und irgendwann ging es immer mal den Polartag oder die Polarnacht. Und ich habe mir immer wieder jedes Jahr 25 bis 27 gleiche Definitionen und Co. durchgelesen und habe eigentlich festgestellt,
ja, so richtig verstehen tut es aber eigentlich vielleicht nur ein Drittel, wenn überhaupt, von den Schülern. Und ich habe letztes Jahr das erste Mal den Versuch gestartet und habe die Kinder einen Online-Blog schreiben lassen. Als Aufgabe war gestellt, eben über einen Schüleraustausch nach Grönland zu berichten. Und ehrlich gesagt, und das muss ich auch, das ist auch Selbstkritik, ich habe gewissen Schülern gewisse Dinge überhaupt gar nicht zugetraut. Ich habe Ergebnisse bekommen, wo sich Schüler unfassbar tiefgehend mit diesem ganzen Thema auseinandergesetzt haben. Das ist jetzt wirklich nur ein kleiner Abriss, ein kleines Beispiel, wo ich selber ja buchstäblich fast vom Stuhl gekippt bin, was ich vielen nicht zugetraut habe. Und mit dem Lernstoff, mit dieser Polartag, Polarnacht wurde sich ganz anders auseinandergesetzt, denn es musste eben im Kontext dieser Aufgabe einfach mal erklärt werden. Und da waren Schüler wesentlich näher dran, als wenn sie einfach nur ein Arbeitsblatt abarbeiten. Da leite ich so ein bisschen über zu den Kompetenzen, die dieser aufgabenbasierte Unterricht dann auch haben soll, nämlich die sogenannten 4Ks, die sind mit Sicherheit schon mal ja, vielen von Ihnen bekannt. Ich behaupte auch nicht, dass man jeden und jede Unterrichtsstunde mit diesen 4Ks unbedingt machen muss, aber ich denke, generell sollte unser Denken deutlich mehr in Richtung dieser Kompetenzen gehen, vor allen Dingen die Kompetenz der Kreativität und des Miteinander Kommunizieren, des kollaborativen Arbeitens und natürlich in vielen Themen auch das kritische Denken sollte uns deutlich wichtiger sein in der Zukunft, als immer nur zu beschreiben, zu erläutern und am Ende was im Heft stehen zu haben, wo ich vielleicht gar nicht weiß, was habe ich da eigentlich geschrieben. Wie sieht das bei uns an der Schule genau aus, wenn wir über personalisiertes Lernen sprechen? Bei uns oder bei mir im Fach Erdkunde ist es so, dass die Schüler, in dem Fall, wenn wir jetzt mal in der Klasse 7 bleiben, einen sogenannten Fahrplan bekommen. Da sieht man ganz links in der Spalte das Thema und das sind die 7 verschiedenen Themen, die im Grunde innerhalb eines Schuljahres dann abgearbeitet werden. Und ich denke, wenn ich dem Schüler schon ein Thema, ja in Anführungsstrichen, noch vorsetze, vielleicht läuft das irgendwann auch mal ein bisschen anders, dann sollte es mir eigentlich egal sein, in welcher Reihenfolge die das Ganze abarbeiten. Ich öffne das im Grunde für die Schüler und die Bausteine von mir sind im Grunde unterrichtstechnisch vorbereitet. Und ob der Schüler jetzt einsteigt mit der kalten Zone oder mit dem Regenwald oder warum es überhaupt Landschaftszonen gibt, darüber kann man diskutieren. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man diskutiert. Aber in erster Linie ist es für mich nicht für den Lernerfolg entscheidend. Und da muss man natürlich von Fach zu Fach schauen. Bei mir in Erdkunde ist es so, dass ich das relativ frei mache. Ich denke, in gewissen Fächern, gut, wenn wir uns Geschichte angucken, sollte es vielleicht chronologisch vorgehen, aber das ist dann eine Einzelfalldiskussion. Nur generell bin ich definitiv dafür, dass man das alles ein bisschen mehr öffnet und lockert und ja, diese feste Struktur eben auch an dieser Stelle lockert, sodass die Kinder eigentlich in der in den Stunden in der Woche frei arbeiten können an ihrem Plan, an ihrem auch eigenverantwortlich umgesetzten Plan, wo ich nicht ständig vorne stehe und sage, heute müsst ihr das machen und genau dafür habt ihr eine Viertelstunde Zeit. Eine weitere Gelingensbedingung für diese ganze Art von Lernen ist eine digitale Lernumgebung, die man an der Schule hat, denn genau diese Lernumgebung ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern letztendlich frei zu entscheiden, wann und wie sie mit diesem Lernstoff arbeiten. Wir arbeiten bei uns an der Schule mit Office 365 und im Speziellen über Microsoft Teams als, ja, ich sag mal, nicht ganz Lernplattform, aber Organisationsplattform lässt es sich eben dann organisieren, nicht nur der Unterricht von der Kollegenseite, also wir Lehrkräfte organisieren unsere Stunden und unsere Kurse und unsere Klassen über diese Plattform. Auf der anderen Seite kommunizieren die Schüler auch über diese Plattform und so können sie zum Beispiel auch gewisse Aufgaben bearbeiten, indem sie per Konferenz, per Videokonferenz, per Telefonie sich darüber austauschen und eben in ständigem Kontakt im Grunde sein können. Zum Abschluss möchte ich auf 3 Bereiche noch mal ganz kurz zu sprechen kommen, die definitiv herausfordernd sind an diesem personalisierten Lernen, zumindest aus meiner Sicht. Wenn wir neue Aufgabenformate, wenn wir zeitgemäße Aufgabenformate definieren und neu rausbringen, dann müssen wir über die Kompetenzmessung sprechen. Wir können nicht auf der einen Seite Aufgaben formulieren, die sehr offen und zeitgemäß sind, auf der anderen Seite immer noch ja, diese wissensorientierten Tests fahren am Ende einer Reihe. Auf der anderen Seite ist personalisiertes Lernen auch keine kleine Sache, die man mal eben so in einem Fach vielleicht nur umsetzt, sondern es ist definitiv ein großer Schulentwicklungsprozess, an dem viel dranhängt, wo ich natürlich auch das gesamte Kollegium irgendwo mit einbinden muss und sollte. Und als letztes, und das ist mir persönlich eigentlich am allerwichtigsten, ist die Ressource Zeit. Sowohl auf Schülerseite als auch auf Lehrerseite stelle ich immer wieder fest, dass Schüler für gewisse Dinge einfach mehr Zeit brauchen. Und das mache ich nicht fest daran, dass ich sage, Schüler, ja, sind da nicht intelligent genug oder was man manchmal hört, sondern schlichtweg verlangen wir einfach auch sehr, sehr viel in einem engen Zeitraum. Und auf der anderen Seite erlebe ich auch bei vielen Kollegen, wenn ich verlange oder wenn ich möchte, dass
Kolleginnen und Kollegen sich mit einem Wandel beschäftigen, dann muss ich auch für diesen Wandel Zeit geben. Und ich glaube, genau das, daran hakt es am meisten, dass wir es in Schulen ganz zu einem ganz, ganz geringen Anteil schaffen, wirklich Platz zu schaffen für auch einen kollegialen Austausch über solche Themen, für Experimente, für Zeit, wo man wirklich sagt, ich schaue mir das mal an und ich möchte das umsetzen. Ich hoffe, es war eine 10-Minuten-Punktlang. Ich weiß es nicht ganz genau. An der Stelle wäre ich durch. Als hättest du einen Zeitticker gehabt. Hervorragend. Ganz herzlichen Dank, Simon Fretschner vom Deuthen-Gymnasium. Wunderbar. Ja, die Agilität, das Abweichen von dem, was man geplant hat, die 4 Ks, Kommunikation, Kollaboration, das kritische Denken und die Kreativität und eben auch das Öffnen, das soll jetzt über unserer Diskussion stehen. Wir schalten jetzt gleich zu den Fragen von Mentimeter, damit wir Ihnen Teilnehmenden die Gelegenheit geben können, ihre Fragen hier zu platzieren. Anke, sind wir soweit, dass wir noch einen Blick auf Mentimeter werfen können? Wir haben jetzt gerade noch mal den Code hier eingeblendet. Das sehen Sie genau. Im Chat. Ich teile gerne meinen Bildschirm und das sind die Fragen, die jetzt am höchsten gerankt wurden. Also die an erster Stelle steht die Frage, wie kann agile Didaktik mit dem Rahmenlehrplan kombiniert werden? Dann ist auch die Frage nach den didaktischen Tools, die für den eigenen Unterricht empfohlen werden oder den der Kolleginnen und Kollegen, also was sich da als gut erwiesen hat. Wie passiert Kollaboration, wenn jeder an seinem eigenen Inhalt arbeitet? Ist auch eine Frage. Wunderbar, das reicht auf jeden Fall. Aber ich dachte, es kommen unheimlich viele Fragen und ich habe auch im Chat schon einen gewissen Unmut, dass manche Fragen da nicht, ich greife die Fragen auf, die einfach am höchsten bewertet werden und die erscheinen dann auch bei mir einfach oben. Wir können leider nicht alle Fragen annehmen. Ja, wir geben unser Bestes. Ja, danke für die Fragen. Ich würde gerne von hinten rum anfangen, weil das, glaube ich, immer wieder Thema ist, die Kollaboration und der Einsatz von Digitalem. Wie seht ihr beiden das, Micha und Simon? Wie kann kollaboratives Arbeiten digital funktionieren? Micha, ich überlasse dir gerne den Vortritt, wie du möchtest. Ja, da muss ich einmal nachfragen. Die Frage bezieht sich auf das Arbeiten der zwischen den Schülerinnen und Schülern oder auf das Arbeiten der Lehrerinnen und Lehrer oder ist es egal? Wahrscheinlich ist es auch egal, ne? Ich mutmaße mal unter den Schülerinnen und Schülern. Vielleicht können wir unterschiedliche Ebenen anreißen. Also erstmal ist es ja unglaublich wichtig, dass man in der Schule sowohl als Lehrperson als auch als Lernender oder als Lernende sind ja die Lehrpersonen auch, als Schüler oder als Schülerin wirklich kollaborativ arbeitet, weil man ja auch außerhalb der Schule kollaborativ arbeiten muss. Und weil viele Aufgaben und Probleme so komplex sind, dass man sie einzeln nicht lösen kann, nicht bearbeiten kann. Insofern ist es ganz wichtig. Und man kann das natürlich nicht digital machen. Man kann das sozusagen mit physischen Arbeitsmitteln machen, aber man kann es eben auch mit digitalen Tools machen. Und gerade in dem Moment, also früher, wenn ich so Fortbildung gemacht habe, früher heißt in der Zeit vor dieser Pandemie, da haben mich dann manchmal Leute gefragt, wenn ich gesagt habe, ja, es gibt hier zum Beispiel ein Etherpad, das ist ein Tool, da kann man gemeinsam einen Text verfassen. Ja, kann man zu zweit oder zu dritt drin schreiben. Zum Beispiel Zoompad ist so ein Anbieter, ist ein Etherpad. Und da haben mich dann Leute gefragt, auf Fortbildung zum Beispiel so, ja, warum soll ich das denn nutzen, wenn die in einem Raum sitzen? Ja, und dann sagt man, naja, da gibt es sicherlich denkbare Szenarien. Und jetzt haben wir eben durch diese Pandemie und durch die Schulschließungen auf einmal die Situation gehabt, dass man eben nicht mehr in einem Raum sitzt, sondern dass man in verschiedenen Räumen sitzt. Und
da ist es eben ein unglaublicher Vorteil, wenn man so arbeiten kann, wenn man sozusagen synchron gleichzeitig an einem Dokument arbeiten kann und sich da ja, gemeinsam Text oder eine Präsentation erstellen kann, vielleicht Kommentare ranschreiben kann, um dann eben am Ende ein gemeinsames Arbeitsprodukt zu haben, so wie wir das jetzt, wenn man jetzt mal auf die Lehrenden blickt, auf die Lehrerinnen und Lehrer, ja auch machen sollte. Also es macht ja wenig Sinn, wenn ich meinem Jahrgangsteam eine Mail schicke und sage, bitte schreibt mal in das angehängte Word-Dokument eure Wünsche für die Projektwoche rein und dann kriege ich 20 Mails zurück und immer mit einer anderen gespeicherten Version, sondern es ist natürlich klüger, wenn man sagt, bitte einmal auf den Link klicken und in das Dokument reinschreiben. Ne? Genau, das ist jetzt ein Beispiel. Simon. Ja, wenn ich vielleicht noch eine Sache ergänzen darf, ich weiß nicht, wie es zeitlich aussieht, ansonsten muss ich mich unterbrechen. Ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir mit Kollaboration auch verbinden, dass wir jeden Schüler hören können, also nicht nur hören, sondern eben auch wahrnehmen und wertschätzen, denn in dem Moment, wo ich kollaborativ arbeite, wo ich wirklich beispielsweise jedem Schüler ein iPad aushändige und sage, okay, und du hast jetzt folgende Aufgabe so und so und dein Ergebnis trägst du hier ein und im Nachhinein können es alle sehen, ist es extrem wichtig, dass der Schüler eben sein Lernprodukt geschätzt bekommt, weil bisher ist es häufig so, dass natürlich in solchen Gruppenarbeiten, in analogen Arbeiten sich 1, 2, 3 auch immer zurücklehnen und einer macht dann vielleicht alles. Letztendlich bekomme ich auch jeden Schüler aktiv und diese Aktivität ist, egal welches Tool wir eigentlich nutzen, ob wir kollaborativ arbeiten, ob wir anders mit digitalen Medien arbeiten, diese Aktivität ist für mich eigentlich der springende Punkt, um Schüler auch für Unterricht generell mal wieder zu motivieren und im Grunde unbewusst dafür zu sorgen, dass Schüler sich nicht einfach nur in die Ecke setzen können und sagen können, ich mache heute einfach mal so gut wie gar nichts, sondern sie müssen sich zwangsläufig dann auch damit auseinandersetzen und somit hole ich irgendwo jeden auch mit ins Boot. Ja, danke. Ich würde es gerne an der Stelle noch kurz vertiefen und auch nochmal auf das eingehen, was wir im Zoom-Chat hier hatten. Wir haben auf der einen Seite die Kollaboration stehen und befinden uns auf dem Weg zum personalisierten Lernen. Ist das ein Spannungsfeld? Wie macht ihr das, dass ihr individualisierte Lehrpläne habt und das Ganze kollaborativ gestaltet? Ja, ich steige wieder ein, Simon, wenn das völlig okay ist. Ich glaube, man muss bei den Begrifflichkeiten so ein bisschen gucken. Also es gibt tatsächlich diese zwei Begriffe, personalisiertes Lernen und individualisiertes Lernen. Und ich zumindest unterscheide da. Für mich ist individualisiertes Lernen eben Lernen, wo im Prinzip so ähnlich, wie ich das vorhin beschrieben habe. Ne? Also dass man ein Stück weit über den Unterrichtsgegenstand mitentscheiden kann, über den eigenen Lernweg, über die Art und Weise, wie man präsentiert und so weiter und so fort. Und für mich zumindest ist personalisiertes Lernen eher eng verknüpft mit diesen adaptiven Lehrsystemen, also softwaregestützten Lehren, wenn man so möchte. Und also da gibt es ja verschiedene Apps, die die Schüler nutzen können, wo sie dann Aufgaben lösen. Und wenn sie die richtig gelöst haben, kommt das nächst höhere Niveau. Und wenn sie Fehler machen, kriegen sie ein Feedback und so weiter. Und also da würde ich, glaube ich, eine Unterscheidung machen. Und das wenn wir über das Erste sprechen, also sozusagen individualisiert an eigenen Fragestellungen arbeiten und eben wirklich Verantwortung für den eigenen Lernprozess übernehmen mit all den Dingen, die da mit zusammenhängen, dann, glaube ich, passt das wunderbar zusammen. Also das gehört eigentlich zusammen, dass man sich dann auch austauscht, dass man sich auch Feedback zum Beispiel einholt, dass man sich auch mit Experten außerhalb des Unterrichts verknüpft und Know-how einholt und so weiter und so fort. Das kann man fast gar nicht ohne denken. Was das Zweite angeht, da bin ich da ein bisschen kritischer und zurückhaltender. Ja, ich glaube auch, dass personalisiertes Lernen und Kollaboration sich weder ausschließen noch unmittelbar unbedingt zusammengehören müssen. Also ich finde, man muss das nicht unbedingt miteinander verknüpfen. Ich will mal ein Beispiel geben. Es gibt Unterrichtsreihen, wo über 4, 5 Stunden wirklich Schüler in teilweise 2er-3er-Gruppen, teilweise auch in alleinigen Schritten Dinge erarbeiten, ob das egal in welchem Fach ist. Und das Ganze als Ergebnisplattform im Grunde kollaborativ als komplette Klasse zusammentragen, sodass man im Grunde nach 4, 5 Stunden sagen kann, okay, ihr habt jetzt 4 Stunden gearbeitet, nach der 4. Stunde machen wir einen Cut. Und wir sehen, was wir bisher haben. Und wenn man das gesammelt sieht, dann muss man, glaube ich, auch insgesamt darüber diskutieren, wie staffel ich denn meinen Unterricht und wie staffel ich meine Aufgaben. Ich glaube, wir denken immer noch sehr, sehr eingeschränkt darauf, dass wir sagen, okay, ich denke in meiner Stunde, ich denke nur in dieser Stunde, ich denke nicht über ein Lernziel, was vielleicht über 3, 4 Stunden läuft, sondern dass ich dann vielleicht auch mal nach 5 Stunden sage, okay, wir sind an dem Punkt angekommen, jetzt schauen wir uns an, was haben wir und jetzt denken wir wieder neu. Welche Gruppe beschäftigt sich mit dem, ja, wir müssen jetzt ein konkretes Beispiel haben, aber welche Gruppe beschäftigt sich mit welchem Aspekt dieser ganzen Reihe und kann das auch, und da geht es auch wieder um dezentral oder zentral, Kollaboration ist für mich auch, wenn ich
im Grunde von zu Hause etwas mit jemand anderem diskutiere und dann im Unterricht über das nochmal das weiterentwickle und das letztendlich vertiefen kann, dass wir uns auch Zeit schaffen. Ich glaube, das ist ein ganz Riesenfeld, wo man sich austoben kann. Und ich glaube, man sollte nicht diesen Fehler machen und von vornherein sagen, ja, das eine schließt das andere aus oder es geht nicht miteinander. Ja, ich würde noch eine Sache dazu ergänzen, nur ein Satz, ein Gedanke, der mir sehr wichtig ist. Und zwar finde ich es sehr, sehr wichtig, wenn die Lehrerinnen und Lehrer der verschiedenen Schulformen sich noch stärker vernetzen könnten und wenn es da noch mehr Austauschformate gäbe, weil ich glaube, dass gerade so Lehrerinnen und Lehrer aus weiterführenden Schulen, zu denen ich ja auch gehöre, ganz viel zum Beispiel lernen können von Lehrerinnen und Lehrern aus Grundschulen, weil dort, glaube ich, so dieses projektorientierte, kollaborative Lernen, was eben nicht unbedingt immer in diesen 45-Minuten-Slots denkt, sondern oft eben in größeren Kontexten, ist zumindest meine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass man da unglaublich viel lernen kann. Ja? Und deswegen fände ich es spannend, wenn es da auch noch in Zukunft Plattformformate gibt. Ich meine, das letztendlich, was wir hier machen, ist ja auch eine Möglichkeit, aber dass man da eben auch auf regionaler und lokaler Ebene sich mit den verschiedenen Kollegen der verschiedenen Schulstufen noch stärker austauscht, um gemeinsam voneinander zu lernen. Austausch und die Vernetzung, genau, wichtiger Punkt. Es gibt noch eine weitere Frage, die auch zum personalisierten Lernen passt, nämlich eben das gewisse Maß der Selbststeuerung, der natürlich Voraussetzung ist bei Schülerinnen und Schülern. Wie sieht es aus mit lernschwächeren Schülern und Schülerinnen? Habt ihr da Erfahrung zu? Wie ist da eure Einschätzung? Also aus meiner Sicht ist das personalisierte Lernen für Lernschwächere eigentlich sehr, sehr gut geeignet, denn wenn wir überlegen, wo hapert es häufig oder wo stelle ich fest, dass Schüler schon abgehängt werden, dann ist es häufig bei der traditionellen Form der Erklärung frontal, wenn ein Input gegeben wird und vielleicht eine kurze Erklärung und dann heißt es so und dann setzt euch mal bitte an die Aufgabe und ihr habt 20 Minuten Zeit und dann sitzt der Schüler da und weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist und ich glaube, dass genau in dem Moment, wo ich dem Schüler im Grunde Bausteine gebe, an denen er in seinem eigenen Tempo arbeiten kann, ich ja auch in den Kernstunden selber, wo ich eben nicht vorne stehen muss und irgendwas lehren muss, habe ich viel mehr Zeit, mich diesem Schüler zu widmen. Natürlich gibt es da auch Grenzen. Ich kann jetzt nicht jemanden, der im Grunde vielleicht auch irgendwann eben dieses Niveau nicht hat, den kann ich nicht Jahrgänge lang damit durchschleifen. Aber ich denke, generell bleibt einfach viel mehr Zeit für diese individuelle und personalisierte Förderung in dem Moment, weil man wirklich guckt, okay, wo stehst du jetzt gerade einzeln, an welchem Punkt, an welchem Problem knabberst du, ob die anderen 26 das auch gerade haben, spielt in dem Moment eigentlich keine große Rolle. Und ich kann dann wirklich sagen, ich setze mich mal eben 10 Minuten 1:1 mit demjenigen hin und mich dieser Sache widmen, dann habe ich die Zeitressourcen dafür. Also ich glaube, dass das ist eine ganz wichtige Idee oder beziehungsweise ein ganz wichtiger Gedanke, der da über den Chat, glaube ich, mit eingebracht wurde. Selbststeuerung ist natürlich eine relativ komplexe Anforderung. Also wenn ich jetzt von einem Schüler erwarte oder von einer Schülerin, dass sie den Lernprozess selbst steuert, dann kann das natürlich schnell zu einer Überforderung führen, insbesondere wenn man da wenig Erfahrung mit hat. Man muss natürlich unterschiedlich stark begleiten und bei manchen Schülerinnen und Schülern muss man sehr, sehr viel und sehr hartnäckig und intensiv begleiten und bei anderen kann man vielleicht auch viel mehr sich sozusagen zurückziehen. Das hängt natürlich von den Erfahrungen ab, die man macht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Schüler in der Oberstufe oftmals das verlernt haben, also wirklich diesen, was eigentlich absurd ist, aber es ist die Erfahrung, die ich mache, Schüler in der Oberstufe ganz oft irgendwie im Laufe ihrer Bildungsbiografie diesen Selbststeuerungsprozess verloren haben und auch die Eigeninitiative, wenn es darum geht, wirklich an einem selbstgewählten Thema zu arbeiten, bei einigen zumindest erstmal wieder geweckt werden muss. Was merkwürdig ist, weil es normalerweise ja so ist, dass jedes Kind irgendwie neugierig ist und von klein auf die Welt erkunden möchte. Ne? Insofern ist das auf jeden Fall aber ein komplexer Prozess und der ist anspruchsvoll, keine Frage. Aber es ist so, dass sehe ich genauso wie Simon, wenn man sich hinstellt und sagt, alle müssen nach 45 Minuten das gleiche Ziel erreichen und das muss im Prinzip, wie du es vorhin schon gesagt hast, Simon, das gleiche im Heft stehen, dann verliert man natürlich einen Großteil der Gruppe, weil einige sind damit überfordert und andere sind damit unterfordert und man hat dann irgendwie vielleicht irgendwie eine kleine Gruppe im Mittelfeld, die das gerade passt, was man da so macht. Ich will noch auf eine Frage, die wir vorhin hatten, eingehen an dieser Stelle. Der Rahmenlehrplan. Bezeichnet ihr die agile Didaktik als ein Wie und das andere bewegt sich im Bereich des Was? Wie geht agile Didaktik und
das, was wir jetzt alles gehört haben, mit dem Rahmenlehrplan zusammen. Vielleicht schafft ihr es, kurz und knapp zu dieser Frage zu antworten, dann können wir noch auf andere Dinge eingehen. Ich fange kurz an, ich versuche es kurz und knapp. Also ich finde, dass, da gibt es wenig Widerspruch irgendwie. Wenn man sich, ich kann ja jetzt nur für die Hamburger Bildungspläne sprechen, wenn man sie sich anguckt, dann sieht man, dass die eigentlich ziemlich toll sind, weil dort ganz, ganz viele Dinge gefordert werden, zumindest in den Fächern, die ich unterrichte, die man mit diesen, mit dieser Arbeitsform oder dieser Arbeitsweise fördern kann. Ja? Das sind dann Selbstkompetenzen, überfachliche Kompetenzen, aber natürlich auch die fachlichen Kompetenzen. Und natürlich gibt es dann auch thematische Vorgaben, aber ich glaube, man kann vieles, also ja, wie du schon richtig gesagt hast, Julika, eher sozusagen dann über ein anderes Wie umsetzen. Es gibt sicherlich ein paar Ausnahmen. Du hast vorhin das Geschichte angesprochen, Simon, das, da kann man diskutieren. Ich glaube auch gerade so Fremdsprachen im frühen Stadien, also wenn man eine Fremdsprache neu erlernt, ist auch ein Spezialfall. Aber es gibt, glaube ich, auch viele Fächer, wo man eben anders arbeiten kann. Ja, stimme ich dir zu. Ich glaube, also ich möchte jetzt auch keine Bildungspläne auseinandernehmen, aber ich denke auch, dass man durchaus in der Lage sein sollte, diese Bildungspläne, so allgemein sie teilweise geschrieben sind, etwas kreativ zu lesen. Und ich glaube, es ist nicht der springende Punkt, ob ich in Klasse 7 die Oasen unterrichtet habe oder nicht, sondern es geht letztendlich darum, wie habe ich ein Phänomen, wie bin ich das angegangen? Mit welchem Aufgabenformat, vielleicht auch mit welcher Methode? Ich glaube, wenn wir immer wieder aufs Gleiche, egal mit was wir uns auseinandersetzen, eben, sag ich mal, sehr traditionell unterwegs sind und die Schüler nicht in ihrer Aktivität und auch in ihrer Interaktivität und ihrem Denken irgendwo fordern und auf neue Wege bringen, dann werden wir feststellen, das wird genauso weiterlaufen wie bisher. Wie gesagt, ich habe kein Problem mit Bildungsplänen. Ich bin der Meinung, sie sind zu voll. Das ist aber eine Geschichte, das ist, wie gesagt, Ressource, Zeit, äußerst knapp. Und letztendlich, finde ich, muss man sich auch Gedanken darüber machen, wofür oder wie konkret muss man diese Inhalte eigentlich festschnüren, weil letztendlich geht es uns allen darum, dass wir am Ende ein Abitur ablegen. Und wenn wir uns die Abituranforderungen zum Beispiel im Fach Erdkunde in NRW angucken, dann ist es eigentlich auf dem Papier erstmal egal, was von Klasse 5 bis Klasse 8 oder 9 gelaufen ist. Denn dann wird es im Grunde spannend für die Schüler, denn dann müssen sie das, was dann kommt, müssen sie können, um das Abitur abzulegen. So, ob sie davor, wie gesagt, ich finde, man muss sie lernfit machen, aber man muss sie nicht unbedingt wissensfit machen. Ich kann nicht verlangen, dass jemand mir erklärt, wie der, weiß ich nicht, wie ein Brunnensystem irgendwo in der Wüste funktioniert, wenn der andere in 15 Kilometer weiter am nächsten Ort das nicht gemacht hat, hat er keinen Nachteil. Und ich glaube, da geht es wirklich um das Wie. Das, was Micha auch schon gesagt hat. Ja, danke schön. Damit es nicht zu voll wird, das nehme ich jetzt mal als Stichwort auf. Wir gehen in eine kurze Sendepause. Das bedeutet, dass wir diese eine Spur des Tons und die andere Spur des Bildes an dieser Stelle kurz verlassen möchten, weil wir Ihnen die Gelegenheit geben möchten, wenn Sie wollen, kurz aufzustehen, sich zu schütteln. Gucken Sie gerne auch noch in der Zeit bei Mentimeter rein und stellen Sie eine Frage oder, das ist vielleicht ein bisschen missverständlich, Sie können auch, wenn Sie keine Frage stellen, einfach Ihren Daumen hinter die Frage setzen, die wir gleich in der letzten Runde noch beantworten sollen. Wir sehen uns in 3 Minuten wieder, das bedeutet 1 Minute vor 17 Uhr. Bis dahin haben Sie Pause, gucken Sie gerne auf Mentimeter. Wir haben uns noch ein bisschen die Fragen auf Mentimeter angeguckt. Ich hoffe, Sie haben sich ausgeschüttelt und sind jetzt für unsere Abschlussrunde fit wieder bei uns. Was ich mir gerade aufgeschrieben habe, ist das Wort lernfit, die Menschen lernfit zu machen. Das ist eine schöne Sache. Gut, wir gucken jetzt noch einmal gemeinsam mit unseren Referenten in Mentimeter, ob neue Fragen gekommen sind, ob andere noch höher gerankt wurden mit dem Daumen nach oben. Ansonsten haben wir eben auch noch die Frage der Bewertung bzw. Feedback und Lernstandserhebung. Anke, wollen wir einmal nochmal zu Mentimeter gehen? Ich höre dich noch nicht, jetzt bin ich noch laut und du leise. Also die höchstgerängtesten Fragen, die haben wir jetzt so. War noch die Frage nach den didaktischen Tools. Da haben sich einige noch konkretere Beispiele gewünscht. Die Kollaboration haben wir angesprochen, den Rahmenlehrplan auch genau. Dann Feedback und Lernstandsbeurteilung interessiert einige.
und auch, wie man bei personalisiertem Lernen dennoch so ein Gemeinschaftserlebnis in der Klasse erreichen kann. Das interessiert noch einige. Und eine Frage auch, wie lassen sich digitale schulisch angeleitetes Lernen zu Hause und Präsenzunterricht motivierend miteinander verknüpfen? Vielleicht. Okay. Das erstmal. Ja, danke schön. Das sind doch für die letzten paar Minuten noch ein paar Brocken. Ich suche gerade meine Referenten, Simon und Micha. Ich weiß, ihr seid da. Wunderbar. Ich würde tatsächlich euch entscheiden lassen, wozu ihr gerne noch was sagen wollt. Ich habe nur eine Bitte, die Tools. Vielleicht könnt ihr ja auch auf eine Liste verweisen oder auf eine Anlaufstelle. Ich fange kurz an. Oder Simon? Oder du hast gerade Luftgold, willst du sagen? Nein, alles gut. Nein. Okay. Ich will eine Sache noch kurz sagen, weil ich das gerade im Chat gelesen habe. Ich bin kein, also da steht Herr Fretschner und Herr Busch sind Lehrer am Gymnasium und da ist das ja alles anders. Das möchte ich einmal kurz klarstellen. Ich bin nicht Lehrer an einem Gymnasium, ich bin Lehrer an einer Stadtteilschule. Das ist eine inklusive Schule und wir haben eigentlich ja in jeder Klasse bei uns Schüler mit Förder- und erhöhten Förderbedarf. Also wir sind wir sind kein Gymnasium. Das war mir jetzt einmal wichtig, das zu sagen. Ich könnte kurz was zu Feedback sagen vielleicht. Das war ja, glaube ich, ein Punkt. Ich finde Feedback unglaublich wichtig und zwar in alle Richtungen. Also das heißt, ich gebe ja als Lehrer meinen Schülerinnen und Schülern oft ein Feedback, ob sie das wollen oder nicht, auf verschiedenen Kanälen oder in verschiedenen Formen. Ich finde es wichtig, dass sich Lehrerinnen und Lehrer auch Feedback einholen von ihren Schülerinnen und Schülern. Das kann man natürlich irgendwie im Raum machen, also indem man einfach sagt, hier, wie findet ihr das, was ich mache? Ist dann aber schwierig, weil es ja nicht anonym ist und manche Schüler sich dann vielleicht da irgendwie eher zurückhalten. Deswegen kann man das super, sowas gut digital machen, online-basiert, um mein Tool jetzt auch zu nennen, weil das ja gewünscht ist. Ich nutze zum Beispiel Edkimo, das ist ein Berliner Startup, ein Berliner Firma, die dieses Tool datenschutzkonform herausbringt und damit kann man ganz toll Umfragen machen. Das ist der Riesenvorteil ist eben, man macht eine Umfrage, die kann man schnell erstellen, man kann sie innerhalb von wenigen Minuten durchführen und hat dann sozusagen, wie bei Mentimeter ja auch, eine direkte Auswertung und muss nicht erst noch stundenlang irgendwie in irgendeinem Excel sitzen und sich irgendwelche Diagramme ausgeben lassen. Das ist also ganz, ganz wichtig und es ist so, dass man, also für mich ist der wichtigste Punkt dann im Feedback eigentlich das Besprechen der Ergebnisse. Also wenn man Feedback sich einholt, dann mache ich so, ich zeige es dann direkt, ich nehme es auch nicht mehr nach Hause, sondern ich zeige es direkt und wir gucken uns das an und dann sprechen wir darüber. Und da gibt es dann noch verschiedene Möglichkeiten, wie man das dann moderiert. Aber das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man das nicht einfach nur mit nach Hause nimmt und sagen, im stillen Kämmerchen sich anguckt, sondern dass man mit der Lerngruppe dann ins Gespräch geht und das als einen Ausgangspunkt Punkt nimmt für eine weitere Entwicklung des Unterrichts. Eben auch wieder dieses, was ich vorhin meinte, ständige Austausch mit der Lerngruppe, ein echter Austausch und auch ein echtes Interesse an dem, was die Schülerinnen und Schüler machen und wollen. Ja, wenn ich kurz da noch einhaken darf, ich weiß, vielleicht nicht zu viel Feedback, aber es ist ein wichtiger Punkt auch beim personalisierten Lernen. Bei uns in der Schule haben wir eine Mentorstunde integriert. Jede Woche Mittwoch treffen 10 Schüler ungefähr auf einen häufig Nicht-Fachlehrer. Also ich habe 10 Kinder, die ich nicht im Unterricht habe und führe mit denen eben anhand eines kleinen Hefters, den wir vorbereitet haben, ganz gezielte Feedbackgespräche über Lernstände, über Probleme auch, teilweise über private Dinge. Also es soll keine Plauderstunde sein, aber wir wollen auch nicht hören, ja, okay, wo stehst du auf deinem Weg zum 1,4er-Schnitt, sondern wir wollen wirklich einsteigen und versuchen, ein Bild uns zu machen von den Schülern, um eben zu vermeiden, dass wir auch erst dann über das Kind sprechen, wenn es schon im Brunnen liegt, sondern wir wollen es im Grunde vorher auffangen und wir wollen mit ihm einen gemeinsamen Weg finden. Das nur an der Stelle ist vielleicht auch eine Variante, wie man das als Schule wuppen kann, sage ich mal. Ich habe die eine Frage schon wieder vergessen. Es ging um vielleicht noch eine Sache zur. Jetzt ist es weg. Was war noch, Julika? Du musst kurz helfen. Es war noch so viel. Es kommt darauf an, wo es bei dir. Wir hatten. Es ging noch um das personalisierte Lernen und dass die im Grunde trotzdem so ein Gemeinschaftsgefühl kriegen. Vielleicht sollte man an der Stelle nochmal ergänzen, dass es beim personalisierten Lernen nicht darum geht, dass man sich Mickey Mäuse aufsetzt und für sich 50 oder 45 Minuten arbeitet und dann wieder geht. Ich
Also erstmal generell öffne ich die Stunden so, dass Schüler sich gegenseitig helfen sollen. Das heißt, wenn jemand ein Problem hat, habe ich nichts dagegen, wenn zwei, drei drumherum ihm helfen. Und dann ist es natürlich auch aufgabenspezifisch. Es sollten nicht immer nur Bausteinaufgaben sein, wo steht Einzelarbeit und bitte für dich erledigen, sondern immer auch wieder Dinge dabei sein, wo man natürlich sagt, jetzt geht jetzt Zeit zu dritt zusammen, wer ist an welchem Lernstand, wer ist an welchem Baustein und dann bitte zusammenfinden. Das lebt natürlich von der in der agilen Didaktik zu findenden Spontanität auch und das kann man auch nicht immer alles 1:1 minütlich planen, wann da was passiert. Man sollte das öffnen und man sollte den Schülern auch das Gefühl einfach geben, in dem Moment, ja, wir lernen für uns und ich entscheide jetzt, okay, ich bin jetzt an dem Punkt, jetzt brauche ich jemanden, den suche ich mir, wer ist denn gerade verfügbar? Das sollten sie nicht schon 3 Stunden vorher wissen, mit wem sie dann irgendwann unbedingt zusammenarbeiten müssen. Das nur zu der Sache noch. Ja, da deutest du was an, was mir relativ wichtig erscheint, nämlich der Punkt der Kontrolle. Ja? Also ob wir es nun Agilität lernen, Agilität nennen oder anders benennen, geht es ja im Kern viel darum, ja, ihr habt es beide gesagt, spontan, kreativ, vom Plan abzuweichen und die Dinge vielleicht auch einfach mal laufen zu lassen. Ja? Und ich bin jetzt mal ein bisschen so die Anwältin der anderen Stimme, die sagt, ja, ist ja schön und gut, ich habe aber so und so viele Minuten, der Lehrplan sieht das und das vor, ich habe hier ein vorgegebenes Zeitfenster und am Ende muss ich übrigens das Ganze mit einer Note bewerten. Es ist total schön und gut, wie ihr das hingekriegt habt, aber ich sitze hier in meinem festen Raster. 3 Punkte sind mir noch wichtig. Einmal Digitalität und Kontrolle. Ja, es wird beschleunigt und es gibt andere Medien, die eingesetzt werden. Andere Formen, die genutzt werden. Was fällt euch ein zu Digitalität und Kontrolle? Kontrolle loslassen, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, der mir noch wichtig ist zu sagen, was wir auch gerade hatten, war, danke Micha, dass du das auch nochmal erwähnt hast, gerade die Inklusion. Ja? Also das, was wir hier heute besprechen, ist nichts für nur ausgewählte Schüler und Schülerinnen. Ja? Das ist mir wirklich nochmal wichtig, diesen Punkt zu machen. Und das Dritte, was ich gerne noch von euch hören würde, ist, mit welcher Haltung glaubt ihr, lässt sich die zeitgemäße Didaktik am besten vorantreiben. Also einmal die Kontrolle, dann noch, was wir schon gesagt hatten, ja, die Inklusion und als dritten, letzten Punkt die Frage nach der Haltung. Kurze Nachfrage, soll es bei der Kontrolle jetzt darum gehen, dass wir Tools finden, mit der wir kontrollieren können oder wie wir insgesamt zum Thema Kontrolle stehen? Also sehr spannend, dass es bei dir so, ja, ich könnte jetzt beides sagen, aber mir geht es wirklich tatsächlich darum, lasst ihr los, wie macht ihr es, dass ihr es trotz dieses starren Lehrplans vermeintlich laufen lasst, dass ihr euch zurücknehmt, dass ihr zuhört und tatsächlich auf Schülerinnen und Schüler mehr eingeht? Wenn es okay ist, Micha, dann starte ich mal. Ich glaube, also allgemein zum ganzen Thema Kontrolle sollte man sich grundsätzlich überlegen, wie viel habe ich als Lehrer vorher kontrolliert und muss ich jetzt nur, weil ich mehr Möglichkeiten habe zu kontrollieren, das jetzt auch durchziehen. Also ich kann mir natürlich jede Woche Aufgaben zuschicken lassen, Ergebnisse zuschicken lassen. Ehrlich gesagt, es ist mir ein Rätsel, wann ich das als Lehrkraft überhaupt noch verantwortungsvoll korrigieren soll. Das ist aus meiner Sicht überhaupt gar nicht zu schaffen. Ich glaube, dass es mittlerweile viele Tools gibt, wenn ich mal ein Beispiel nennen darf. Das ist Edpuzzle. Das ist eine Plattform, mit der ich im Grunde Videos den Schülern zur Verfügung stellen kann, wo ich im Nachhinein genau sehe, welchen Part des Videos hat sich welcher Schüler wie oft angeguckt. Hat er sich das 2, 3, 4 Mal angeguckt, 5 Mal angeguckt? Und da geht es mir nicht darum, hat er es allgemein gemacht, sondern ich sehe, wie setzt sich ein Schüler mit so etwas auseinander. Und ganz ehrlich, wenn wir in diesen Prozess reingucken, also weniger wissensbasiert am Ende abprüfen, sondern wirklich Arbeitsprozesse begleiten, auch, sag ich mal, hier und da vielleicht uns mal aufschreiben, was haben wir mit dem Schüler besprochen, der kommt vielleicht nach 2 Wochen wieder und sagt, ich bin jetzt an einer ganz anderen Fragestellung, ich habe das Thema weiterentwickelt, wie auch immer, da sehe ich ja auch, da kann ich mir auch Kriterien aufschreiben, anhand dessen ich eine Note geben kann. Wir wollen jetzt nicht das Fass aufmachen, Noten geben. Ich glaube, das ist sowieso ein Riesenthema, aber generell sollten wir uns davon lösen, nur weil wir jetzt ja das mit der Kontrolle eben vielleicht noch besser durchführen können, dass wir das den Schülern dann spüren lassen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig für so einen freien Arbeitsprozess, dass der Schüler eben nicht immer imaginär oder virtuell den Lehrer über seiner Schulter hat und das Gefühl hat, er wird ständig beobachtet.
Ja, vielen Dank. Da kann ich auch versuchen anzuknüpfen, aber du hast schon super viel gesagt. Vielleicht noch ein, weil ich das gerade im Chat sehe, vielleicht eine Plattform. Hier wird ja nach so einer Tool-Übersicht gefragt. Ich kann auf jeden Fall das Digital Learning Lab sehr empfehlen. Das ist eine Webseite. Da findet man ganz viele Unterrichtsbausteine, also Ideen, Inspiration, aber man findet auch einen Tool-Bereich. Da sind ganz, ganz viele Tools vorgestellt. Das heißt digitallearninglab.de. Und ist eine super Sache, kann man sich inspirieren lassen. Kontrolle und Kontrollverlust, das sagt Joran ja auch immer auf seinen Vorträgen oder hat er früher mal gesagt, Joran muss mehr Holz. Mit diesem Spannungsfeld muss man umgehen können, glaube ich. Das ist eine große Herausforderung. Digitale Medien ermöglichen einerseits, oder Digitalisierung, die digitale Technologie ermöglicht einerseits eine große Kontrolle. Ja, man kann Menschen ganz anders tracken und überwachen als früher. Aber gleichzeitig geht damit auch ein Kontrollverlust einher. Also Autoritäten haben teilweise auch weniger Möglichkeiten wiederum, was man ja zum Beispiel in verschiedenen Protestbewegungen weltweit sehen kann, weil die dezentral organisiert sind, weil die eigene Kanäle sozusagen aufmachen und so weiter und so fort. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Schule. Ich habe da auch teilweise einen Kontrollverlust. Und die Grundfrage, die man sich hier stellen muss, ist, hatte man überhaupt jemals Kontrolle? Also wenn ich, nur weil ich vor der Klasse stehe und da 25 Leute oder 30 Leute brav sitzen und mich angucken und mir meinen Ausführungen lauschen, heißt es ja nicht, dass ich weiß, was bei denen passiert. Ich habe ja da auch keine wirkliche Kontrolle gehabt, sondern das ist auch immer ein Stück weit eine Chimäre gewesen. Und jetzt ist der Kontrollverlust noch größer. Also mein Vorschlag wäre, über das Vertrauen ranzugehen, über die Beziehungsebene. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg, der sinnvolle Weg. Es gab jetzt noch, wir haben noch 2 Minuten, ich weiß, es waren noch so viele Sachen. Es sprengt, glaube ich, tatsächlich unser Webinar, was da noch alles an wichtigen Fragen waren. Vielleicht möchtet ihr noch ein Wort zum Abschluss sagen. Ich bohre noch mal bei der Haltung nach. Ja, also was würdet ihr sagen, mit welcher Haltung lässt sich all das, was wir jetzt gerade aufgezeichnet haben, gut vorantreiben? Ein Riesenpunkt. Also ich glaube, generell sollte man definitiv erstmal Mut zur Veränderung haben. Also man sollte sich lösen davon, dass man immer sagt, das, was ich schon mal gemacht habe, war schon im Grunde super gut. Und es geht, glaube ich, auch nicht immer darum, dass das nächste automatisch besser ist, sondern man sollte sich ausprobieren. Man sollte auch den Mut haben, Fehler zu machen, denn ja, so abgedroschen es klingt, nur aus diesen Fehlern kann man letztendlich auch, wir als Lehrkräfte können daraus nur lernen. Und Das ist ein super Wort. ich glaube, das ist schon mein Schlusswort. Ja, Mut Das zur war richtig Veränderung. gut. Ich würde nur noch ergänzen, dass sich alle Beteiligten an Schule auf Augenhöhe begegnen. Ja. Das finde ich ganz wichtig. Also die Schüler, die Lehrer mit den Schülern und auch was die Kollegin angeht, also die Hierarchieebene in den Kollegien. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich da immer gegenseitig versucht, auf Augenhöhe zu begegnen. Und dann hat das ganz viel mit Haltung zu tun und mit Kulturwandel. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich mache mal das hier kurz. So rum. Danke an die Referierenden und an das Team für die Unterstützung. Wir sehen dieses ganze Vorangehen im Chat. Ich möchte auf die Telegram-Gruppen nochmal hinweisen. Das ist eine super Möglichkeit für Sie, sich besser auszutauschen. Den Link haben wir schon gepostet. Den finden Sie aber auch auf der Webseite für die Online-Themenwoche, die sowieso sehr empfehlenswert ist. Da finden Sie wirklich sehr detaillierte Informationen. Wir haben es gehört. Feedback ist wichtig, so auch für uns. Tun Sie uns den Gefallen und klicken Sie jetzt in diesem Moment, in unserer Abschlussminute, auf den Link, den wir Ihnen jetzt hier im Chat schicken. Das ist vielleicht der kürzeste Feedback-Fragebogen der Welt. Es sind 4 Fragen. Sie müssen einfach nur einmal klicken. Wichtig ist, dass Sie sich den Link jetzt rauskopieren, weil der wird gleich, wenn wir diesen Raum schließen, mit uns verschwinden. Und so auch, um noch diese Frage zu beantworten, der Zoom-Chat. Hier ist ganz schön viel zusammengekommen. Ich hoffe, wir haben einige dabei, die das noch in die Telegram-Gruppen tragen. Mir bleibt noch aufs Barcamp hinzuweisen. Am Samstag haben Sie die Möglichkeit, Themen, die Sie einbringen wollen, zu besprechen, zu gestalten. Alle Informationen dazu finden Sie auf der Webseite. Ganz herzlichen Dank von meiner Seite. Ich danke auch im Namen des Teams. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag. Es warten noch spannende Programmpunkte auf Sie und vielleicht sehen wir uns in einem anderen Webinar nochmal wieder.
Bis dann. Auf Wiedersehen.